Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Endel. So, wir sind auf dem Weg zum Sternenschiff, denn dort müssen wir das nächste Bauteil holen für Horst. Wir sind im letzten Part eigentlich nur den ganzen Weg hierher gelaufen. Sind erstmal falsch gelaufen, deswegen ja, das Ganze sich ein bisschen gezogen. Jetzt geht's weiter und jetzt erledigen wir erstmal noch mal ein paar Eiselementare hier oder Frostelementare. Wenn wir recht sein. Keine Chance. Keine Chance. So. Schön alles mitnehmen. So, wir müssten ja eigentlich... Ich weiß halt nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich hoffe es. Wäre natürlich auch... Ich glaube, wir sind schon richtig. Wäre aber halt trotzdem mies, wenn das jetzt ja auch der falsche Weg wäre. So, wir haben eine Spinne und Zwergensphären. Die Spinne wird erstmal, glaube ich, Vorrang haben. Wenn ich ihn nochmal treffe. Jetzt habe ich getroffen. Oh, das war knapp. Und tschüss. Sterlingswächter. Auch kein Problem für uns. Na, ich hab verschossen. Das war natürlich nicht so schön. So, da hinten ist noch einer. Oder irgendwie was anderes. Das sieht aber auch komisch aus. Na, mal sehen. Ne, ist auch eine Sphäre, oder? Na komm, dich machen wir dann so. So, und tschüss. Alles kein Problem für uns. So, da sind wir schon, oder? Ja, wir sind hier richtig. Perfekt. Ich hoffe mal, das war's jetzt hier an Gegnern. Ja, ich würde lieber mal nochmal einen Quicksave machen. Wer weiß nicht, dass jetzt hier irgendwo noch ein Centuri oder so rumrennt. So. Wie soll ich denn da hochkommen, bitte? Wie soll ich denn da hochkommen? Oh, sehr schön. Hier haben wir einen kleinen Grafikfehler drin. Warum nicht? Hä? Moment mal, vielleicht... Ich habe eine Idee. Na, so dann vielleicht? Was? Wo bin ich? Hä? Wie soll man denn da hochkommen? Erstmal mache ich mal ein bisschen Licht. Moment mal. Kann ich hier drauf springen? Ja, das funktioniert. Ist hier irgendwo noch was versteckt? Moment mal, wer weiß ja nie. Nope, hier ist nichts. Ich glaube, das könnte schon die Lösung sein. Einfach mal hier drauf. Na, hoch da jetzt. Boah, schöne Musik, gefällt mir sehr. Ne, das ist doch Schwachsinn, oder? Ne, das ergibt dann auch keinen, oder? Ach komm. Ich werde mich da schon irgendwie hochenderwellen. Ich glaube, wir machen gute Fortschritte, oder? Wir machen Fortschritte, natürlich. Guck mal einer an, da sind wir schon da. Alles ist doch kein Problem für uns. Frachtenräume, ich hoffe mal, dass da drin jetzt nicht sofort Gegner sein werden. Ansonsten, ich habe lieber schon mal Quell des Lebens aktiv gerade auf jetzt meine Taste gesetzt. Oh, die sind doch direkt vor der Tür, oder? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Wir könnten ja mal probieren, mit Feuerzaubern zu kämpfen. Es macht halt nicht wirklich Schaden. Das ist. Es macht halt wirklich keinen Schaden. 46 Punkte mal gerade. Ich müsste halt da auch noch ein paar Punkte reinsetzen, bin ich ehrlich. Ja, da bin ich mit meinen 61 Blitzschaden, denke ich, schon ganz gut dabei. Könnten ja mal das ausprobieren. Einmal Fokus, weil Kettenblitz. Dann wieder direkt. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hä? Ich will es doch einfach nur ausrüsten. Wieso kann ich. Ich will doch nicht das Talent wirken, ich will es ausrüsten. Ach so! Das ist gar. Okay, verdammt, okay, 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 okay. Dass es so ist, muss ich jetzt nicht. Okay, das ist nicht gut da, das werden wir nicht überleben. Ich drücke immer das Falsche. Und der ist aber auch schnell. Der ist wirklich sehr schnell. Die hauen auch ziemlich schnell zu. Ah, ich liebe diese Fähigkeit und bin wieder Full Life. Wieso bin ich Full Life? Hallo? Echt jetzt, du haust ab. Wieso war ich denn jetzt eben Full Life gerade? Okay, das hat mich jetzt gewundert. Doch, richtig. Ich habe ja keine Fackel mehr. Ich habe jetzt ja diesen Zauber. Okay. Bin ich irgendwie krank? Ach, wieso? Nee, oder? Ich denke mal, das sind unsere normalen Leben. Wieso? Werde ich voll geheilt bei Quell des Lebens? Das war doch noch nie so, oder? Aber gut, ich will es natürlich jetzt auch nicht hinterfragen, bin ich ehrlich. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn mich das voll heilt. Aber da sieht man mal, wie schnell die auch zuhauen können. Vor allem, was für eine Reichweite die haben, da muss man echt aufpassen. Sind hier vielleicht irgendwo ein paar Kristallmünzen-Dinger versteckt oder so? So, ich höre aber auf jeden Fall Zwergenspinnen. Das ist natürlich wieder nicht so schön. Das wollte ich doch gar nicht. Ja, ich denke, ich habe hier alles. So, das haben wir noch mal gerade so überlebt. Oh je, ich höre hier einiges an Gegner. Zwei Türen. Wer weiß, wie viele Gegner hier sind. Hier ziemlich groß. Sehr verwirrend. Kleines Labyrinth hier. So, wir müssen kämpfen. Euch alle. Keiner bleibt am Leben. Wir müssen halt wirklich nur auf die Zwergensphären aufpassen, weil die machen richtig Schaden.
Und die haben nie was dabei. Können wir hier schlafen? Nein, natürlich nicht. Wäre schön gewesen, aber nein. Ja gut, den schlechter Band 5, bla bla bla, kenne ich leider schon. Verzauberung, Meister. Eigentlich könnte ich die doch alle mal mitnehmen und verkaufen, oder? Wenn ich 3 komme, wisst ihr was? Wir wissen ja, wo wir die verticken können. Oh, die nehme ich noch mit, das lohnt sich. Komm, die Schüssel nehme ich auch mal noch mit. Wie viel kann ich denn überhaupt tragen? Wenn nicht, werfe ich es einfach wieder ab, wenn wir dann unterwegs auch zu schwer beladen sind. So, oh, sehr schön. Oh, da geht's direkt weiter. Ja, ich habe da noch irgendwie was angelockt anscheinend. Oder auch nicht. Okay. Oh je. Okay, ich höre da was Großes. Das gefällt mir gar nicht. Oh je, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir können hier mal versuchen zu fighten, ohne jetzt irgendwie was zu essen. Kommt der nicht durch die Tür? Der kommt nicht durch die Tür. Das ist perfekt. Wenn er nicht weiter hochkommt, ist es in Ordnung. Habe ich nichts dagegen. Hier wird nicht abgehauen. Hier wird da geblieben. Wenn das Schiff zu klein ist für dich, dann ist das nicht mein Problem. So viel Erfahrung hat er gar nicht gegeben. Gott, ist das hier riesig. Habe ich mir da schon beinahe gedacht, dass es hier noch eine größere Sache wird. Navigationskammer? Da kommen wir hin. Okay. Stimmt ja. Stimmt ja. Man kann es in Enderil ja gar nicht erst versuchen, wenn das Ding Meister ist. Wo zum Henker sind wir gerade? Also es ist hier echt wie ein Labyrinth hier drin. Ach, Moment mal, jetzt sind wir hier wieder, oder? Wir sind einmal jetzt im Prinzip gerade um den Kreis gegangen. Das heißt, hier entweder gibt es hier einen Schlüssel irgendwo, oder man muss hier im Prinzip halt nochmal hin, wenn man das Schlossknacken auf Meister hat. What? Wie ist denn das jetzt passiert gerade? Oh mein Gott! Guckt, Alter, die Karte! Yo, also... Die machen wir jetzt alle im Nahkampf.
Oh, es sind viele. Oh, nächster. Haben wir den nächsten. Okay, und kurzen Rückzieher machen. So, kommt her. Da seht ihr mal, ich hab schon wieder ein bisschen was in Ausdauer geskillt bei den letzten Level Ups. Und man sieht einfach mal, dass wir unbedingt weiter Ausdauer auch trainieren müssen. So, die hatten jetzt alle nichts dabei, oder wie? Ist ja toll. Ja, wo kamen die plötzlich alle her? Ich muss wirklich sagen, geheiligt sei Quell des Lebens. Das hat uns schon so oft den Popo gerettet. Die Viecher sind auf jeden Fall sehr, sehr stark hier drin und geben relativ wenig Erfahrung dafür. Das ist echt bitter. Aber hey. Das Spiel soll eine Herausforderung sein und das ist es. Das ist es auf jeden Fall der Fall. So, ich könnte mal gerade noch was essen. Ich denke, jetzt wird es doch mal langsam Zeit. Habe ich noch irgendwas Einfaches? Ansonsten darf irgend so ein Rüssel und Wolfsfleisch 7 Stück. So, das dürfte reichen, schätze ich mal. Oder nicht ganz. Ah, reicht's nicht? Reicht es nicht? Es reicht. Ja, es hat perfekt gereicht. Sehr schön. Fokus haben wir nicht drin. Oh je, nicht gut. So, kurzen Rückzieher machen, weil die machen Schaden. Ist der hilft der Arktiswind irgendwie vielleicht? Jetzt sind wir richtig stark. Boom! Der muss weg. Oh, wir können das klären. Wir sind doch Freunde. Wir sind doch alle Freunde. Ey. Okay, Rage ist auf jeden Fall vielleicht doch etwas, was ich noch geben sollte, wenn ich so stark genug dafür bin. So, zack, haben wir auch. Ihr habt alle nichts dabei, das ist schon schade. Also, was hier alles jetzt rumliegt. An irgendwelchen Gegnern. Gott, ist das riesig hier. Meine Güte. Also damit habe ich echt nicht gerechnet. Jetzt wäre doch ein Ambrosia dran ganz schön, oder? Wenn wir doch mal ehrlich sind. Die Fähigkeiten, die man hier einsetzen kann, ist auf jeden Fall ziemlich sinnvoll, das zu benutzen. Weil letztendlich... letztendlich
ist es halt besser, mit diesen Fähigkeiten wie Rage und sowas zu spielen. Ja. Als wie mit einem Bogen dann, weil wir benutzen ihn halt wirklich sehr, sehr selten. Da sind jetzt hier auch Gegner. Noch höre ich nichts. Yep, da sind Gegner. Und die sind nicht nett mit uns zu sprechen, schätze ich mal. Dann essen wir mal sowas hier. So, das lädt jetzt schön unsere Leben auf. Was ich ja schon mal machen könnte. Fokus haben wir drin, Morales, ach Quatsch, falsch. Quell des Lebens können wir auch schon wieder aktivieren, sehr schön. Aber Quell des Lebens habe ich auf der 7, daher ist das in Ordnung. Ich bin wieder da, meine lieben Freunde. Aber ihr haut rein, das muss ich doch schon zugeben. Wow, die Ranzige ist auch noch. So, wo ist der letzte? Ach, da hinten. Und tschüss. Glück habe ich ein paar Heiltränke dabei. Ja, ich muss wirklich mir die Fähigkeiten, die ich habe, auf die Favoriten legen mit den Arknot-Quartiere. Meine Fresse, ist das hier groß. Wow, meine lieben Freunde, aber ich würde jetzt erstmal sagen, der Part ist auch vorbei hier. Also, hier geht es ja richtig rund. Ich glaube, wenn wir hier draußen sind, sind wir erstmal 2 Level up, oder? Mal locker easy. Gut, wie gesagt, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, wenn ich hier den Part und sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Enderworld, macht es gut. Ciao.